Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP AOT Version 2. Ja, leider bin ich heute mal alleine auf dem Server und Crazy kam leider heute nicht im TS. Der sitzt nämlich gerade neben mir. Hallo! Und dann haben wir noch so ein Lüdel da. Wie soll man das eigentlich nennen? Okay, dann haben wir noch. Da. Ach ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich sag, bis jetzt einfach wieder Vorsatzende. Vorsatz ist da. Perfekt. Ich glaube, der hört noch nicht mal richtig zu. Hm? Ich glaube, der hört noch nicht mal richtig zu. Du weißt aber schon, dass wir in der Aufnahme sind, oder? Okay, das hatten wir jetzt, ja. Okay, also auf jeden Fall kamen ein paar Tage lang nicht so wirklich viele Folgen, weil Gamescom und müde und Gamescom. Oh ja, einfach nur geil. Aber anstrengend wie so. Ja, wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen Dr. Pepper in Tos und das soll dann jetzt erstmal schlafen mit der Aufnahme. Ja, was könnte man machen? Wir haben jetzt eigentlich nicht so wirklich viel geplant. Einziges, was man machen könnte, wir haben da unten über die Gamescom. Nein, wir haben jetzt nicht den Fusionsreaktor fertig, darum wird es heute mal nicht gehen. Wir haben da so ein bisschen viel Erze. Ein paar. Und die könnte man echt mal verarbeiten. Also das gibt heute mal eine reine Erzverarbeitungsfolge. Schätze ich mal, einfach so ein bisschen noch was machen. Und wir werden auch nochmal in The Deep Dark gehen. Ach, machen wir das heute jetzt gleich schon? Ach jo. Na komm schon, die meine umsetzen, das ist doch ein Kinderklatz. Ja, kann ich machen. Bla bla bla. Weißt du eigentlich, wo der Hammer ist? Das ist eine verdammt gute Frage. Okay, das sind wir schon zwei. Ich glaube, das ist in meinem Inventar, ne? Das könnte sein. Ja, wir könnten ja vielleicht mal so ein bisschen über die Gamescom dieses Jahr erzählen. Also, kurz zusammengefasst, heute ist schon der 15.8., das heißt, wir haben schon den Freitag. Gamescom hat offiziell vorgestern angefangen. Und wir waren seit gestern waren wir da und ich muss sagen, alter Fünne. Es ist voll. Das ist derbe voll. Also, gestern ging es eigentlich noch wirklich vom Andrängen, also ich hätte mehr erwartet. Ja, und heute war es komischerweise, also wir sind früh hin und komischerweise war es leer. Also wir sind da durchgekommen. Also, um es kurz zusammenzufassen, wir sind gestern, waren wir um 9 waren wir da, ne? Ja. Waren wir so um 9 Uhr auf dem Gamescom-Gelände und es hat um 10 aufgemacht. Nein, wir waren später da. Stimmt, wir waren dann, lass es so Viertel oder 20 nochmal gewesen sein. Wir waren auf jeden Fall kurz vor Öffnung da. Nee, wir haben auch noch ein bisschen länger gewartet. Okay, dann sagen wir mal halb 10. Halb 10 ungefähr waren wir da. Okay, passt. Ja, auf jeden Fall halb 10 waren wir da und wir haben schon noch was gewartet, aber sind schon relativ schnell reingekommen. Wie lange haben wir gewartet? Eine Dreiviertelstunde, sagen wir mal. Halbe Stunde, Dreiviertelstunde rum. Ja. Aber es war auch schon anstrengend, eine ganze Menge überhaupt zu stehen. Oh, also, ja. Irgendwann haben auch viele ihre Stühle ausgepackt und haben sich da einfach mitten in die Menge reingehockt. Also, die Wartezeit für einen Anfang, meine Fresse. Kannst du nichts gegen sagen, das ist Gamescom. Und das Kuriose ist, heute waren wir quasi genau mit der Öffnung der Gamescom waren wir da. Wir waren keine Viertelstunde unterwegs und wir waren drin. Da konnte man, also was, wo man am Donnerstag ewig anstehen musste, das war so ein Wartebereich, also der war ewig lang. Da konnte man heute problemlos durchrennen. Das ist unglaublich gewesen. Also das war echt krass, was da heute abgegangen ist. Also heute Morgen auf jeden Fall kamen wir da an. Es war relativ ruhig, wie gesagt, aber später, so ab 1 Uhr, das kam einem wirklich vor wie Love Parade 2.0. Ja, also man hat wahrscheinlich in einem oder anderen Bericht schon mal gesehen, wie voll die Gänge waren bei uns, also am Donnerstag. Aber Freitag gegen 13 Uhr mittags hat alles übertroffen. Die Gänge waren so voll, die haben sich nur noch durchgedrängelt. Einfach Horror. Also es war echt nicht mehr lustig. Also da gibt's echt, da konntest du schon teilweise Angst haben, dass ja, ja ihr seht, Love Parade 2.0 wird wirklich. Aber wir haben es überlebt,
Wir sind Helden, haben Kriegsverletzungen. Stimmt, so viel mitgeschleppt. Naja, auf jeden Fall mit nach diesen 5000 sagt Dr. Pepper auf jeden Fall, glaube ich, eine kleine Magenvergiftung oder sowas. No rest, no fun. Ja, was gibt's denn so groß an neuen Spielen? Zu viel. Also, wir haben noch nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu zocken. Da hätten wir echt zu lange warten müssen. Minimale Anstehzeit 2 Stunden. Und das wollten wir uns nicht antun, wir wollten ja auch noch was sehen da. Ja. Aber so grundlegend, ja, um es kurz zu machen. Ja, jetzt haben wir gerade irgendwie die Worte, wir brauchen einen Moment. Auf jeden Fall Call of Duty Advanced Warfare. Sah von außen sehr interessant aus, aber da sagen wahrscheinlich die Gameplays auf YouTube mehr darüber, ja, wie es wird. Watka war noch großartig. Also EA war dieses Jahr echt. Also EA ist ja schon ein paar Mal da gewesen und immer groß vertreten. Aber dieses Jahr. Alter Finne, die haben aufgebaut. Ja, also es war ordentlich da. Vor allen Dingen Ubisoft, EA und Microsoft waren sehr groß vertreten. Und League of Legends. Ja, League of Legends, Klassiker. Was ich da recht cool fand dieses Jahr. League of Legends hat dieses Jahr das Ganze wirklich nochmal ein bisschen mehr aufgeteilt. Wer letztes Jahr da war, weiß, wie die es letztes Jahr gemacht hatten. Da hatten sie wirklich ihre Bühne. Und dann nochmal eine zweite Bühne, wo die LCS liefen. Waren, glaube ich, da die Europa-Liga. War dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder die Europa-Liga. Wäre, glaube ich, das beste Mensch, dass ihr bei den Winder macht. Kriegen wir noch ein bisschen Diamond, das. Also LoL war wirklich dieses Jahr ein bisschen anders vertreten. Zuerst einmal hatten sie, wo fangen wir an? Sie hatten ihre normale Bühne, wo sie was vorgetragen hatten. Dann die LCS-Bühne, die war doppelt so groß wie letztes Jahr. Das war unnormal. Also reinkommen konntest du da quasi vergessen. Anstehzeit war eine Stunde circa. Es standen zwar keine Schilder da, aber das komplette, die komplette Bühne, also das komplette abgeschirmte, der abgeschirmte Bereich, der war von Leuten umdrängt. Das waren die Warteschlange. Ich fand es auch noch genial, dass ich da erstmal gefragt hatte, ja, wo geht's denn hier rein? Da um die Ecke, der kam auch erstmal so an von der Security. Ja, da einfach hingehen, dann kommt er rein. Auf einmal sind da so 2 fette Schlangen. Ja, es war Horror. Ey, ich dachte, ich werde nicht mehr, als ich das hier gesehen habe. Warte mal, wir haben Nether-Tanzen nur. Wow. Alter, Next 6 Nether Iridium. Die verarbeite ich erstmal nicht. Wir freuen uns nicht, dass der Dominik hier stirbt. Ich hab dich auch lieb. Das war wirklich so gemeint. Das ist jetzt irgendwie doof. Ja, was war noch großartig da? Also von Spielen, wie gesagt, EA hat sehr groß aufgebaut. Microsoft war sehr groß vertreten. Ich fand ja auch bei EA, kamen wir heute erstmal an, wir haben uns mal gewundert, woher der ganze Lärm kommt und wieso es so voll ist. Auf einmal sehen wir da auf der Bühne Kollegen. Ja. Und es war nicht unbedingt gerade die beste Qualität. Aber hat anscheinend den ganzen Leuten gereicht. Ja, das stimmt. Warte mal. Machen wir das über die Enrichment Chamber, dann sogar sofort den Stil, das von Mechanism. Müssen wir den nur noch in den Ofen schmeißen. Wow. Das ist sehr schön, dass ich das mal so aufschaue. Wie sieht's eigentlich mit den Craften aus, also von Energy Flows? Stimmt, da war ja gestern noch was. Gestern war es aber auch noch 78, ne? Ja, und gestern hat schon die Sandwich-Leute gefehlt. Irgendwas ist passiert. Warte mal. Wir haben das Redstone nicht reingepackt. Genau, das war. Wir sind so intelligent, ne? Yeah. Also wie viele haben wir momentan? Vom Alloy oder was? Nein, von der Energy Flow Circle. Energy Flow haben wir 178. Das könnte eventuell reichen. Wir machen die, wenn er was auf Vorrat. Wir wissen ja auch nicht mehr, wie lange die Staffel noch geht, was man noch machen kann. Ja. Vorsichtshalber machen wir mal was. Bennett, ich
Denk mal, Baker verzeiht uns. Ja, was kann man noch so Gott erwähnen? War aber auch noch sehr gut vertreten. Die Let's Play mit Gamescom Bühne war dieses Jahr wieder da. Und die war voll. Die war derbe voll. Also im Gegensatz zu letzten Jahr, also letztes Jahr war ich ja nur Samstag da. Und Samstag ist meistens der bestbesuchteste Tag immer von allen Tagen. Und letztes Jahr war bei der Gamescom, bei der Let's Play Bühne nichts los. Und dieses. What the fuck? Seit wann gibt es Nether-Titanium-Ohr? Oh, und dieses Jahr ist es einfach nur unglaublich gewesen. Also 5 Meter rundherum um die Bühne. Mindestens. Ich bin hier so gerade ein bisschen baff über, was man da so rausbekommt. Ich werde jetzt dann mal hier erstmal so groß möglichst was leer machen. Ja. Leg doch einfach ein LED-Kabel runter. Ne, ich mache das sowas, dann habe ich wenigstens was zu tun. Okay. Das kommt man nicht über den. Über die Segment verarbeiten, oder? Ne, das habe ich über den Pulverweise verarbeitet, so war das. Pulverweise, also so. Ja. Trocknet voll. Ja. Wen haben wir so auf der Let's Play Meets Gamescom Bühne so gesehen? Also gestern, als wir ankamen, war gerade der Auftritt von Beatsmeet vorbei, fand ich ein bisschen schade. Den haben wir auch bis jetzt noch überhaupt nicht gesehen. Also offiziell hätten wir sie eigentlich heute sehen können. Sie waren ja heute beim Stand von Twitch TV und haben da gestreamt. Aber ja, wir waren davor und ich meine, es ist ja bekannt, dass ich über 2 Meter bin. Ich habe über die Leute gesehen und ich konnte die Leute nicht sehen von Beatsmeet. Also das war schon echt ein bisschen sehr krass. Oh, das hat auch nicht gelegt. Dann hatten wir gestern nochmal. Wer war da nochmal, wer da war gesehen? Debito hatten wir ganz kurz gesehen. Ungespielt? Ungespielt hatten wir gesehen. Da war gerade das erste mit vom Mario Kart Cup. Den hat, glaube ich, auch noch. Den habe ich nicht gesehen. Also ich habe ihn gesehen, der stand neben Ungespielt. Okay, Crazy hat den da gesehen. Was haben wir noch? Wem haben wir noch alles gesehen? Heute hat man noch Moon Eye 7 gesehen. Kenne ich nicht. Ich kenne die auch nicht so ganz. Ich weiß nur, dass Beatsmeet mit dem ein bisschen in Kontakt ist. Ah, okay. Sind aber auch anscheinend schon größere. Und wen haben wir natürlich immer und immer wieder am selben Punkt getroffen? Commander Krieger. Also, der Krieger, ne? Der Mann ist ja bekannt, dass der so ein bisschen beleibter ist, der Mann. Aber den haben wir heute und gestern, als wir weggegangen sind. Der saß draußen, vor alle 5-1, am Tisch und hat eine Bratwurst gefressen. Heute Morgen, wir gehen an Halle 5-1 raus, gucken darüber, der Krieger ist frisst eine Bratwurst, genau an der gleichen Stelle. Wer hat uns gedacht, sag mal, hat der da übernachtet oder was ist mit dem? Ach ja, der Krieger halt, ne? Mhm. Sag mal, haben wir eigentlich ein einziges Mal diese Ammoniumchlorid gebraucht? Nö, ne? Irgendwo verbraucht man es sicherlich. Ja, Ammonia Synthesizer mit Quicklime, da kriegst du. Nicht unbekannte, so weißlich-bläuliche Flüssigkeit raus. Ja. Wo kriegt man Quicklime, wenn man Calcitquus? Okay. Ist unnötig. Komm, dann sei und ist abgestempelt. Gut, wen haben wir noch getroffen? Jetzt bin ich gerade überlegen. Irgendeiner fehlt mir noch, den wir gesehen hatten. Echt? Ja. Mir fehlt keine mehr ein. Doch, auf der Let's Player Bühne hatten wir noch irgendeinen gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Einen amerikanischen Let's Player. Den auf jeden Fall, den meinte ich aber nicht. Ja. Nee, fällt mir nicht ein. Nee. Das war auf jeden Fall gestern, bevor dieser Cup angefangen hatte. Weißt du das noch? Was? Bevor gestern der Mario Kart Cup angefangen hatte, auf der Let's Player Bühne.
Wer, weißt du noch, welcher letztes Jahr da war? Ja, super. Also nein. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Das fällt mir auf jeden Fall jetzt nicht auf die Schnelle an. Und der hebt Furzgeräusche von sich. YouTube, was haben wir noch hier sehen? Ich weiß nicht, ob es das. Nee, Hand of Blood haben wir noch gar nicht gesehen. Nevermind. Was ist denn noch so groß? Wir haben auch einmal einen Kumpel von uns haben wir endlich mal kennengelernt. Und zwar war gestern endlich mal Sigurin. Den haben wir endlich mal kennengelernt mit seiner Frau und seiner Truppe. Ja. Ey, Alter, finde ich. Dachte, der ist nur an seinem. Vom PC ist er so bekloppt. Von wegen, der ist überall so bekloppt. Nicht übel nehmen, ne? Ja, ich weiß schon. Es war komisch, auf jeden Fall. Das kam auf jeden Fall lustig rüber, was der für eine Scheiße veranstaltet hat. Aber das Beste fand ich immer noch seine Frau. Ja. Die ist ja wirklich ein Standchenbläse. Also an dieser Stelle erstmal ein Hallo, Wischu. Keine Ahnung, die Fotos kriegst du in den nächsten Tagen. Ich schick's dir per WhatsApp. Kann man da noch irgendwas Gutes rausholen? Für jeder, der uns nicht versteht, es ist der Größenvergleich. Wischu ist nämlich nicht gerade groß, im Gegensatz zum Dominik. Ja, okay, im Gegensatz zu mir ist auch ein. Es sind ca. 30 cm Unterschied. Ich will sogar fast. Fast 40 sagen? Ja, es sind sogar wirklich fast 40. Oh, das sind sogar 40 cm. Oh, weißt du, was da reinbauen, schmeiß ich einfach gleich im Pulver. Oder in die Purification, dass das ein bisschen noch verdreifacht wird, aber das war's. Das kann da rein. Nether Ember habe ich, glaube ich, noch nie verarbeitet. Okay, aber nice. Richtig gut. Und wen wir alles morgen sehen werden, ey, das wird wahrscheinlich echt, echt spannend. Weil morgen sind ja die meisten Fan-Treffen auf der Gamescom von den ganzen YouTubern. Also eins ist klar, wir haben jetzt die letzten, gestern und heute wollten wir immer Madding mitnehmen für Autogramme. Wir haben es immer wieder verkackt. Wenn wir es morgen verkacken, dann geben wir uns die Kugel. Ey, aber ich weiß, dass Peter ein Madding dabei hat. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Wenigstens schon mal etwas. Wenigstens seiner denkt mit. Ach du Kacke. Was brauchst du? Hier, wenn ich diese ganzen Crush-Purify-Kacke ansehe, die wir noch verarbeiten müssen. Ich meine. Okay. Und wenn wir die verarbeitet haben, kommt dann noch alles in den Elektrolyzer. Ich hab so richtig Bock gerade drauf. Craft mal lieber was? Nee, dann können die wenigstens mal schön leihen, dann sehen die immer, was ich, wodurch ich immer muss. Weil du das ja so gut konntest, über das ganze Display mit dem Meer zu verarbeiten, ne? Das war immer weg, bis ich da war. Ja, und du bist immer da, was war die Aufnahme? Ja. Ja. Hätte ich nichts gemacht, hätten wir noch nicht mal hier diesen scheiß Ofen stehen. Und das war irgendwie sogar die Enrichment Chamber. Den Ofen. Oder die Sommel. Oder wenigstens das Ding. Hey, ich hab mich mit Mechanismen auseinandergesetzt. Ja, weil ich jetzt halt davon keine Ahnung hatte. 2 Minuten später habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und einziges, was ich nicht gecheckt hatte, war halt hier diese Konfiguration. Die check ich. Ja. Und die checkst du bis heute immer noch nicht. Doch. Ist wie bei From Expansion. Sicher? Rot Input, blau Output. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht das Schwerste. Ja, siehst du? Hier. Sollten wir vielleicht doch mal ein bisschen. Ja. Nehmen wir alles ins Inventar auf und ins AE. Warte, das ist jetzt so. Damit wird er vierfach gemacht.